An meinem Hut siehst du es genau. Ich arbeite im Land- und Gartenbau. Doch arbeite ich am Strassenrand, auch in dem Park am Hörnlestrand. Ich tue keine Herdäpfel mitnichten und auch keine Radiesle züchten. Ich arbeite bei denen, wo die Sellen von unten bloß betrachten wollen. Kurzum, ich halt in unserem Kaff, die draußen auf dem Friedhof schaff. Schau ich in Saal mal zusammengefasst, ich glaub, dass das thematisch passt. Ja, ist okay, also außer mir sind ja auch noch mal drei andere Junge da drin. Gut, ja, da Hanni ist ruhig, das finde ich toll. Mir labert keiner die Ohren voll. Meine Kundschaft hier hat's apropos halt mit dem Schwätzen nicht mehr so. Ja? Also hier zwischen Blumen, Laub und Bursche, da haltet praktisch dir die Gosche. Ja? Ich denke hier noch bei jedem Schnauf über das Leben und sein Lauf. Die Menschen sind, merk ich im Grind, erst gleich, wenn sie verschieden sind. Da ist es wurscht, wonach du gehörst, ob Badner oder Schwab du wärst. Wobei, der Stadtrat hat vor kurzem hier gesenkt für Gräber die Gebühr. Du, da sind, das sag ich ohne Lügen, die Schwaben gestorben wie die Fliegen. Ja, liebe Leute, ich bin kein Politiker, ich darf die Wahrheit sagen. Gell? Zum Beispiel steht, was das betrifft, auf einem Grabstein diese Schrift: Aus Stuttgart liegt hier ohne Zweifel mein armer Mann, der Egon Scheifele. Er sah hier die Bestattungspreise, darauf verschied er still und leise. Ja, aber auch sonst merkst du in Reih und Glied hier praktisch keinen Unterschied. Auch nicht, was du in allen Jahren für einen Karren hast gefahren, gell? Ich mein, heut fahrst bergab, bergauf, wenn du was bist, in einem Suff. Ja, und Suff, das heißt, wie ich das sehe, in diesem Fall ein SUV. Da ist so wichtig, kurz und glatt, welcher Mann der Größte hat. Wer hat von euch ein SUV? Stand kurz mal auf, dass ich das sehe. Ja. Ja, ja. Dabei weiß das jeder in seinem Grind. Doch heutzutage jedes Kind bei Autos ist in allen Phasen gerade umgekehrt wie bei den Nasen. Je kleiner der Johannes, desto größer das Auto des Mannes. Ja, ich weiß da Bescheid auf meine Art. Ich fahre smart. mancher Grabstein, meine ich nun, hat mit dem SUV zu tun. Hier ist das Marile gebettet, ein SUV hat sie geplättet. Drum liegt sie hier und in der Tat, sie misst 5 Meter im Quadrat. Ich weiß, es ist winkt. Der Schweizer, wie du glauben kannst, ist an für sich ein braver Mensch. Auch gerade,
wenn er auf seine Art auf eigenen Autobahnen fährt. Auf eigenen Autobahnen fährt. Doch auf der Autobahn hier wird er zur Bestie, zum Tier. Darum nennt man auch, so denke ich mir, den Eidgenossen Helvetier. Ja. Du, auf dem Friedhof hier bereits liegt schon manch einer aus der Schweiz. Dahinter kannst du sehen, der Reto Bünzli aus St. Gallen, der ist im Lager umgefallen. Jetzt, er ruht in Konstanz also hin, auf Asche gab's kein Ausfuhrski. Und das wäre vielleicht mal ein Tipp an den Konstanzer Einzelhandel, wenn ich mehr Asche ins Sortiment nehme. Die Kasse hat die Schlange an der Kasse zu lang, oder? Also, am letzten Hemd für Frau und Mann, da sind ja keine Taschen dran. Hier ist es auch egal im Schnitt, ob er ein Depp war oder it. Ja, wie man zum Beispiel dann und wann auf einem Grabstein lesen kann. Der Nazi Karl ins Grab hier hupfte, den rechten Arm zu hoch er lupfte. Er kam, so stand es in der Zeitung, an eine hohe Spannungsleitung. Drauf hing er an dem Gartenzaun, da war er eher schwarz als braun. Ich mein hier bei dem Friedhof Grabsteinwesen, das ist ja ungefähr wie Zeitung lesen. Gell? Wie dort hinten. Da steht, hier liegt der Max, es ist mein Schatz, versoffen auf dem Münsterplatz. Ihm war verhältnismäßig neu, dass da aus mal ein Brunnen sei. Ja, oder so kannst du hier in allen Jahren dir fast den Südkurier versparen. Ja, wie dort hinten auch. Hier liegt mein Hans, der Schmerz ist groß. Er joggte durch das Tägermoos. Es hat beendet sein Gezappel, der Ast einer hybriden Pappel. Ja, du, ein mancher Grabstein lenkt den Blick auf ein großes Eheglück. Ja, der Wilhelm ruht in dieser Gruft, er war mir untreu, dieser Schuft. Nur kurz war seine Todesqual, das ist bei Cyanid normal. So, jetzt ist es langsam an der Zeit, dass ich mal vespere, ihr Leute. Entschuldigung, gibt es eine kleine Pause? Das ist übrigens mein Plan 2A1.2. Ja, das ist 1.1 wäre ein Schnaps gewesen. 1.2 ist ein Bier und Plan A2 ist Sprudel. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also gut, Vespere, genau, Vespere. Ja, doch, man weiß ja langsam,
nehmen Jesus Gott, wenn wir anfangen, fressen sollt. Ja? Also die Wurst heißt jetzt, auch wenn sie frisch für die Gesundheit so gefährlich ist. Ja? Die Wurst, der Wurstverzehr ist praktisch auch so gefährlich ungefähr wie der Rauch. Ja, wie ist jetzt das? Wie ist jetzt das, ob es einer wisst, wenn man die Wurst bloß passiv frisst? Ja. Ja, muss jetzt der Papa unterdessen auf den Balkon zum Schwarzwurst fressen. Ja, wird durch einen Filter in der Tat jetzt inhalierte Wurstsalat. Oder führt man als Pflicht einen Aufdruck ein, diese Wurst kann tödlich sein. Oder durch diese Wurst kriegst du laut Bericht, du Falten an Gesäß und Gesicht. Oder frischst du diese Serbele, dann musst du demnächst sterbele. Ja. Ja, ob mir, ihr Damen und ihr Herren, jetzt alle zu Veganern wären, gell? Jedoch selbst der Veganer, weiß es, geht auch den Weg einst allen Fleisches. Zum Beispiel die Tinte. Da steht, hier ruht der Veganer horst, doch den Würmern ist es wurscht. Ja, das ist ein Text, das ist ein Text A2, hätte schon mal den A1 hören müssen, gell? Ja, ich habe mit Vorsicht und Bedacht mir mal ein Käsebrot mitgebracht. Doch habe ich das, und das ist Fakt, in Alufolie gepackt. Mein Käse ist nämlich in der Tat mir für den Südkurier zu schade. Ja, das ist, es hat jedes Kaffee gern und gut die Zeitung, was verdienen tut. Gell. Doch war mir einfach nicht verstand, warum wir tun, dass wir den haben. Ich selbst vermute ungefähr so viel, es hat was zum tun mit dem Konzil. Der Südkurier, das ist mein Schluss, ist Gottes Rache. Für Jan Hus. Ja, doch hier bei uns hat garantiert ein Plätzle jeder reserviert. An einem Stein steht ganz weit hinten, da kann man diese Aufschrift finden. Ein Redakteur, der schwor bei Gott, dass ihn ein Blitzschlag treffe sollt, wenn er mal liegt. Drum liegt er hier. Er schaffte bei dem Südkurier. In einem Eck, wenn es interessiert, habe ich ein Plätzle reserviert. Ich habe auch schon, was das betrifft, mir ausdenkt, eine Grabinschrift. Hier ruht der Benno Peppele, im Leben wegen Teppele. Leb jeden Tag, so ist seine Lehre, als ob's dein allerletzte wäre. Und lehret ab und zu ihr Geschöpfle mir da aufs Grab. Denn quält mich auch der Durst nicht so. Macht's gut und ciao und honaro. Du bist mit Sicherheit der sympathischste Sensemann, wo mir die letzte Zeit untergekommen ist.
Ihr habt ihn erkannt, er war schon mal da heute. Norbert Heitzmann.